Hi Leute, willkommen zu einem Video von mir. Ich habe heute so Ostwind-Sticker entdeckt. Die sind von Panini, das ist Made in Italy, also in Italien. Es gibt auch ein Buch dafür. Ich habe es erstmal nicht gekauft, weil ich wollte erstmal wissen, wie die Sticker sind. Die kosten 60 Cent beim Hermes. Ja, die gibt es auch bei jedem Kiosk. Und ja, ich habe es jetzt schon ausgepackt. Ich wollte es eigentlich nicht so reißen, aber es ist dann irgendwie passiert. Ich will das eigentlich so behalten. Ich finde das nämlich richtig schön. Und ja, ich zeige euch, was drin war. Einmal ist Ostwind hier. Mit einem Traktor im Hintergrund. Und von der Rückseite Mika. Und hier ist auch Mika drauf. Hier ist auch Mika mit Ostwind drauf. Das ist, glaube ich, kurz vom Turnier. Also das ist von Ostwind 2, falls ihr es gelesen habt. Dann einmal hier Mika. Es ist auch Mika drauf und mir fällt gerade nicht mehr ein, wer das ist. Ich nenne jetzt mal Stahlbursche. Auf jeden Fall hier sind die zurzeit auf einer Wiese. Und einmal hier ihre Freundin. Und das ist mein Lieblingsbild und das ist auch so Glitzer, wenn man das so sehen kann. Hier sieht man es so mit Regenbogen und so. Ich finde, das ist richtig schön. Hier ist einmal Ostwind drauf, Mika und die beiden noch. Die Stutor und der Stahlbursche. Und ja, das ist die Nummer 102 in Glitzernd. Ihre Mikas Freundin ist die Nummer 73. Nur Ostwind mit dem Traktor ist die Nummer 40. Es gibt auch noch die Nummer 39. Das ist das Gegenschiff dafür. Dann ist ja aber Mika mit Ostwind. Das ist in so einem Kreis. Also Ostwind und Mika. Das ist in so einem Kreis. Achso, ne, ich habe gerade aufgehört. Sorry, also. Nummer 120. Mika mit Stahlbursche. Nummer 175. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis bald. Tschüss.